Skaten, Leute. Grüße aus Vegas. Hier ist es kalt. Wir gehen mal raus hier zum Pool, Leute. Aber arschkalt in Vegas. In Wasser können wir nicht. Meine Frau ist heute mit den Kindern los und hat ihre Schwester besuchen. Also habe ich mal was ganz Verrücktes gemacht und habe voll ausgeschlafen. Wir haben jetzt fast 1 Uhr. Auf dem Programm steht ein bisschen Sport. Dann Online-Poker. Und dann denke ich, machen wir uns auch schon direkt fertig und fahren los zum Strip, Leute. Ganz vergessen, Leute, frohes Neues. Prost. Also die Family ist noch nicht zurück. Die kommen wahrscheinlich jeden Moment. Haben ein bisschen Zeit zum Trainieren. Also machen wir das jetzt. Schaut mal, wie nah ich an der Wand parke. Damit meine Frau genug Platz hat mit dem GL. Damit ich auch ja nicht mein Auto bricht. Los geht's, ab zum Strip. Wir haben jetzt fast 6 Uhr. Fahren aber noch nicht zum Aria. Treffe jetzt erstmal die Jungs, Manik und Fabi. Was wir da machen, das zeige ich euch jetzt. Ich bin irgendwo hier in so einem Hinterhof. Kein Peil, wo wir sind. Die Adresse kommt vom Fabian. Heute gibt es nämlich Action. Manik ist in einem Turnier. Heads up schon. Gegen Fabian. Die spielen heute Tischtennis, Leute. Und wir filmen das Ganze. Also, let's go. Geht. Jetzt lass mal Döner essen. Oh Mann, ich hatte so Bock auf Döner. Döner? Auf jeden Fall. Schönen Arsch aufgerissen bekommen. Was, wie stand jetzt? Was für wir haben? Ich bin 2.000. Wie hat der Manik den Fabi abgezogen? Ich habe noch nie gegen Fabi gewonnen und Manik hat heute mal Revanche. Alles nur Strategie, keine Technik. Er hat mich voll ausgeguckt, gelesen. Wie so ein richtig guter Pokerspieler. Immer zurückspielen, das ist Fehler. Weißt du? Schön runtergecallt mit Middle Pair. Und ich habe geblufft am Ende und habe verloren. Okay. Was machen wir jetzt? Kannst du spielen? Ah ja, oder? Ich muss duschen. Ich bin zum Schützen gefahren. Auch duschen, aber ich fahre jetzt nicht nochmal nach Hause. Ich nehme dich ja mit dann am besten, oder? Kannst du kurz den Kurs mal absetzen? Dusche ich und dann komme ich rüber. Okay. Ich gehe stinkig. 2,15 Tische. Was? 2,15 Tische laufen. Machen wir heute mal 15, ne? Ja, ich nicht. 15 geht noch nicht. Dann muss ich. Einmal shoppen. Brauche ich eine andere Bankroll. 2,5 okay, 15. Das ist nur für die großen Jungs. Oh, die hat gut. Da geht's. Dankeschön. Geilster Hotel. Ich dachte. Ja, es werden hier abgezockt, ja. Irgendwie Hinterhof. Ja, ja. Schöne Hinterhof, du. Aber geile Aussicht. BMW, ja? 8. Ganz großes China. Welchen fährst du jetzt? Ha? Fabian hat einen Unfall gehabt mit seinem Tesla und wartet schon seit Monaten auf das Auto, dass es wieder zurückkommt. Was fährst du jetzt stattdessen? Weltklasse, Buick. Schöne Soccer-Mom-Van. Zieh ich dich voll ab, Alter. Ganz
gleich. Ciao, ciao, ciao. Heute ohne Mohammed Abi, Leute, aber direkt Parkplatz gefunden, erste Reihe. Wir sind im Aria angekommen. Manik ist auf dem Weg, der kommt später, der muss erstmal duschen. Fabian ist schon hier, es spielt glaube ich 1-3. Und ja, wir kommen vielleicht, wir müssen später eventuell aus der Comfortzone rauskommen und ein bisschen 15 grinden, denn Manik meinte, lass zocken. Test you by a minute. Yeah, this is good. Today I got a parking right next to you. Yeah, I know, yeah. Thank you. Ja. 2.5 läuft einfach zu gut und ist zu einfach. Also, da spiele ich eigentlich lieber auf 2.5. Das Ding ist, 2.5 im Aria ist $1500 Max Buy-in, also ist genauso wie das 15 im Bellagio. Leute spielen also genauso die wie in einem 15. Aber so schlecht wie auf 1-2, würde ich sagen. Also das Niveau ist viel, wie sagt man, tiefer. Viel schlechter halt. Ja, deswegen ist das halt easy money. 15 Grind auf 1-2 Niveau schmeckt immer. Aber naja, mal gucken. Wenn der Manning nachher rüberkommt, dann eventuell eine Runde 15. Bevor es jetzt aber an die Tische geht, Leute, erstmal kurze Info. Es gibt jetzt nämlich Mitgliedschaften hier auf diesem Channel. Ist so ähnlich wie bei Twitch, könnt ihr für ein kleines Geld Mitglied werden und kommt so ein paar Specials. Wenn ihr auf meinem Channel seid und dann auf Community klickt, da sehe ich zu, dass ich regelmäßig ein paar Posts raushaue, so ein bisschen wie die Sessions liefen. Vielleicht können wir ein paar Hände reviewen, da könnt ihr eure Hände posten, werde ich dann beantworten. Vielleicht, wenn ihr Fragen habt zum Thema Las Vegas oder Poker, Grind und all so Dinge, dann könnt ihr mir die da in der Community stellen und ich werde die dann im nächsten Video beantworten. Außerdem werden Mitglieder einen kleinen Rudi-Icon bekommen. Wir fangen mit einem weißen Icon an und Monat für Monat ändert sich die Farbe. Und es gibt ein paar Emojis, so wie Rudi, der Highroller und Schmeckt gibt es. Also so ein paar kleine Specials. Damit könnt ihr den Channel supporten, mich supporten, die Family supporten. Keine Ahnung, ich werde das Geld in neues Equipment investieren wahrscheinlich. Oder dazu benutzen, die Ranks hier aufzusteigen, also in den Levels aufzusteigen. Denn für dieses Jahr haben wir natürlich auch Goals, Leute. Also ich werde zusehen, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall ein paar mehr Turniere spiele. Ich spiele ja normalerweise so gut wie gar keine Turniere. Vielleicht 2 oder 3 im Jahr. Ich werde zusehen, dass ich dieses Jahr ein bisschen mehr spiele. Vor allem sonntags online und außerdem würde ich gerne 10, 20, 20, 40 live spielen können. Also dafür muss die Bankroll natürlich wachsen. Da ich laufend Kosten habe mit den Kids und so weiter, ist das natürlich nicht so schwer. Vor allem, wenn man 12-5 Runner ist. Aber ja, mal gucken. Thank you. Leute, die Session im Aria mit einem Plus von $830 beendet. 5 Stunden gespielt. Mega lustige Hand, Leute. Da ist Smallblind bitte $300. Auf dem Board liegt Ass, 10, 10, Dame. Also Smallblind bitte $300, 2 schwarze Chips und 4 grüne Chips, also 25er Chips. Und Button pusht jetzt all in. Und der Small Blind, der sagt, ich wechsle meine Chips. Also schiebt er 2 rote Stapel rein, also $5 Chips, damit er seine 2 schwarzen wieder rein, zurückziehen kann. Der Dealer hat das als einen Call gesehen und hat dann direkt die Riverkarte verteilt. Und die haben dann Floor gerufen und so weiter. Das war fast ein $4000 Pot. Die musste der dann callen, weil... Ja, weil Accident war. Also der Typ ist halt all in gegangen und hat in demselben Moment die Chips reingeschoben und der Dealer dachte, ja gut, der callt rein all in. Also hat er da irgendwie so $2000 verbrannt. Ja. Hier ist neue Food Court, Leute. Hier war früher das Buffet. Gibt's wohl Pizza, Burger, irgendwie Shalom, irgendwie so Mediterranean.
Laden Egghead. Keine Ahnung, gibt auf jeden Fall ein paar Läden hier, aber hat alles zu, sonst hätte ich euch ein bisschen was gezeigt, vielleicht auch was geholt. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Ja, ich habe auch keine besonderen Hände gespielt irgendwie, bis auf einmal der Open Race Cutoff $20. Also es gibt einen Limper Cutoff Race 20, ich raise am Button auf 60. Limper folded und Cutoff ist eine ältere Oma, gegen die habe ich schon öfter gespielt. Die callt die meine 60. Flop kommt Bube 5-3. Sie checkt zu mir hin und ich checke hinterher. Sie bettet jetzt 40 oder $45 hat sie gebettet. Habe ich gecallt. Auf dem River bettet sie $125, also River ist eine 7. Ich re-raise 400 und sie snap callt. Hat sie Pocket 7er gehabt. Hat die schön am River Set gemacht und wir haben ein bisschen Geld gewonnen. Ja, insgesamt $830 plus, Leute. Für mich geht's jetzt nach Hause. Ich sehe zu, dass ich anfange, meinen Vlog zu schneiden, damit ihr mal, also ihr müsst, habt ihr schon wieder was länger keinen Vlog bekommen, damit ihr was bis Sonntag zumindest online habt. Ja, außerdem brauche ich auch ein bisschen Schlaf, Leute. Ich habe heute zwar gut ausschlafen können, aber ich habe die ganze Woche durchgezockt. Ich weiß, dass ich auch noch das ganze Wochenende durchmachen werde. Also heute 5 Stunden haben gereicht, ist ein Plus. Also versuche mich ein bisschen zu erholen noch und dann greife ich morgen wieder an. Ich musste euch heute mal Food Court zeigen, Leute. Ich wäre ja rausgegangen, um ein paar coole Las Vegas Strip Aufnahmen zu shooten. Aber es ist arschkalt in Las Vegas, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich freue mich schon auf den Sommer, Leute. Haben wir Parkplatz gerade gemacht für den hier. Beste Parkplatz im ganzen Laden, Leute.